Stein und Flöte, Teil 63. Viel Spaß. Machst du dir nicht wieder einmal Sorgen wegen dieser Streitereien zwischen den Goldschmiedsippen und dieser Reiterhorde? Sagt Lausche. Ich wüsste nicht, wie ich dir an dieser Sache nützlich sein könnte. Das ist es nicht allein, sagt Belani. Du weißt ja, dass Azzo sich schon seit jeher mehr zu den Goldschmieden gehalten hat. Da seine Mutter aus einer ihrer ältesten Familien stammt, hat man es mit seiner Herkunft nicht so genau genommen und es ganz gern gesehen, dass der Sohn der Erzmeisterin bei ihnen aus- und eingeht, auch wenn er einen Steppenreiter zum Vater hat. Er macht schon seit längerer Zeit der Tochter des Zunftältesten den Hof, aber bisher ist noch nichts Rechtes daraus geworden, obwohl er längst in dem Alter ist, in dem ein Mann Frau und Kinder haben sollte. Mir scheint fast, dass man bei diesen Alteingesessenen diese nützliche Verbindung doch nicht so weit treiben will, den Sohn eines Steppenreiters in die Familie aufzunehmen. Aber wenn man diese Sprache auf diese Sache bringt, wird Azzo so zornig, dass ihm überhaupt nicht mehr zu reden ist. Anitzo hingegen hätte sich bisher auf diese Parteigezänke herausgehalten. Doch das hat sich nun leider geändert, seit dieser lustige Flöter sich völlig auf die Seite der Reiterjunker, wie sie sich neuerdings nennen, geschlagen hat. In letzter Zeit spielt Döli nicht als Spottlieder auf die Goldwänste. Ja, hetzt die jungen Leute geradezu auf, die alten Familien der Bergdachs zu entmachten. Wenn es sein muss, mit Gewalt. Anitzo hat sich Döli schon damals angeschlossen, als es hier im Tal zu flöten anfing. Und ich habe das gern gesehen. Er wollte es wohl seinem Großvater Arni nachtun, der ja auch ein Flöter zum Freund hatte. Über all meinen Geschäften habe ich allerdings nicht bemerkt, auf welche Weise der Junge diesen lustigen Flöter verfallen ist. Erst jetzt, wo er sich offenkundig unter dessen Einfluss diesen Reiterjunkern angeschlossen hat, ist mir das klar geworden. Und jetzt weißt du auch, in welcher Sache ich mir deine Hilfe erhoffe. Döli war dein Schüler, und wenn überhaupt jemand Einfluss auf ihn ausüben kann, dann bist du das. Lausche dachte eine Weile nach, trank zwischendurch einen Schluck Wein, und dann sagte er: Ich weiß nicht, ob ich dazu in der Lage bin. Seit vielen Jahren habe ich Döli nicht mehr gesehen, sondern immer nur von ihm reden hören. Er hat mich nie mehr im Flachtal besucht, seit ich von den Bluttagsleuten zurückgekommen bin. Und ich kann mir das nur damit erklären, dass er mir aus dem Weg gegangen ist, weil er nach seiner eigenen Art des Flötens sucht und sich von meinem Einfluss freihalten möchte. Mir gefällt das auch nicht, wenn du erzählst, aber vielleicht sollte man das alles nicht so ernst nehmen. Junge Leute gehen oft seltsame Wege, ehe sie zu sich selbst finden. Belani schüttelte den Kopf und blieb ungeduldig mit der Hand durch die Luft. So jung ist auch Arizzo nicht mehr. Und dass er diesen Unsinn mitmachen müsste, sagt er. Und soll ich es nicht ernst nehmen, wenn meine beiden Söhne sich augenblicklich in die Haare geraten, sobald sie einander begegnen? Ani Luca und ich sind nicht die einzigen, die sich Sorgen darüber machen. Auch deine Tochter Urla hat schon mehrmals versucht, zwischen ihnen Frieden zu stiften, obwohl sie mit ihren vier Kindern schon genug zu tun hat. Er wurde durch ein Klopfen an der Tür unterbrochen, und auf seinen Ruf hin trat der Hausverwalter ein. Ein älterer, grauhaariger Mann, der nach der Bildung seines Gesichts und seiner Art, sich zu kleiden, offensichtlich von den Alteingesessenen aus Arziak stammte, und fragte, ob er Belani stören dürfte. Und als dieser nickte, berichtete der Mann, es sei ihm zu Ohren gekommen, dass die Junker im Begriff seien, sich wieder einmal zusammenzurotten. Vielleicht sei es gut, bei Zeiten etwas zu unternehmen, ehe es einen Zusammenstoß gebe. Da siehst du's, sagt Belani zu Lausche, und Anitzo reite zusammen mit dem lustigen Flöter vermutlich allen voran. Dann verließ er mit dem Hausverwalter die Stube. Seit Belani Urla erwähnt hatte, war Lausche in der Gedanken an seine Tochter nicht mehr aus dem Sinn gekommen. Ich will nicht von euren Sorgen ablenken, sagte er zu Ani Luca, aber ich wüsste doch gerne, wie es Urla geht. Seit sie vor über einem Jahr ihr viertes Kind zur Welt gebracht hat, ist sie nicht mehr ins Flachtal gekommen. Ich weiß nur, dass sie zu ihren drei Söhnen nun auch eine Tochter geboren hat. Eine Tochter mit Urlas Augen, sagt Ani Luca lächelnd und ließ dabei offen, ob sie die alte oder die junge Urla meinte. Sie hat das Kind nach ihrer Großtante Rika genannt, die auch einen Eisenschmied zum Mann hatte. Diese Augen haben mich zu euch zurückgerufen, sagt Lausche, und erzählte, was er oben in den Bergen erlebt hatte, und während er sprach, konnte er seinen Blick nicht von diesen Augen lassen,
die ihm noch so jung erschienen wie an dem Tag, als er zum ersten Mal ins Hineingeschaut hatte. »Aber ich komme ins Reden«, sagte er schließlich, »und möchte doch etwas über unsere Tochter erfahren. War die Geburt so schwer, dass Urla nicht ins Flachtal kommen konnte, um dir das Kind zu zeigen?« »Ja«, sagt Ali Luca. »Sie war lange Zeit ziemlich schwach und hat sich erst in den letzten Monaten langsam erholt. Zum Glück hat sie eine tüchtige Magd, die ihr geholfen hat, den Haushalt in Gang zu halten. Es sind ja ständig Gäste zu bewirten in einer Schmiede. Leute, die ihr Pferd beschlagen lassen und darauf warten wollen, oder andere, die irgendwelche Werkzeuge oder Waffen in Auftrag geben. Du weißt doch, wie das ist. Da muss man dann besprochen werden, wie dies oder jenes beschaffen sein soll. Und dabei kann man einen Kunden nicht trocken und ohne Zubiss sitzen lassen. Ihr gefällt dieses Leben, denn sie hat gern Leute um sich. Aber dabei hat sie natürlich auch alle Hände voll zu tun. Und bei alledem findet sich auch noch Zeit, sich um Streitigkeiten ihrer Brüder zu kümmern. Sie kann es nicht ertragen, dass Geschwister sich derart miteinander verfeinden. Sie trägt Ani Stein, sagt Lausche, und das schien ihm eine hinreichende Erklärung zu sein. In diesem Augenblick kam Berlani in die Stube zurück und sagte, ich wollte Anizo noch zurückhalten, aber er war schon ausgeritten. Azzo ist schon seit dem Morgen außer Haus. Mir bleibt nichts anderes übrig, als den Ältesten der Goldschmiede eine Nachricht zu schicken. Er solle sorgen, dass seine Leute von der Straße wegbleiben, damit es zu keinem Aufruhr kommt. Ob es allerdings etwas nützt, bezweifle ich. Während er noch sprach, näherten sich draußen auf dem Platz Hufgetrappel. Da sind sie also schon, sagt Belani und trat zum Fenster. Lauscher stand auf und folgte ihm. Und da er den Junker heranreiten und sah die Junker heranreiten, erinnerte sich noch gut an den Anblick einer Horde von Beutereitern, wie sie mit fliegenden Zöpfen und ihren abgewetzten ledernen Kleidern auf ihren struppigen Gäulen über das graue Gras herangesprengt waren. Doch was er hier zu sehen bekam, unterschied sich beträchtlich von der ungezähmten Wildheit dieser Steppenjäger. Die Reiter dieser Kavalkade saßen allesamt auf hochgezüchteten und bei jedem Schritt nervös tänzelnden Pferden, und ihre Kleidung verriet zwar auch ihre Herkunft, war aber von feinstem, hellgegerbtem Leder und fast überladen mit bunten Stickereien, in deren fantastischen Ornamenten sie einander zu übertreffen versuchten. Auch die Scheiden ihrer Krummschwerter waren ähnlich reich verziert, sogar in ihren Schläferzöpfen hatten die Junker farbige Bänder eingeflochten. Offenbar wollten sie damit ihre Zugehörigkeit zu einer bestimmten Familie kenntlich machen, denn da gab es eine Gruppe mit grünen Zopfbändern, deren Träger, soweit man das aus der Ähnlichkeit der Gesichtszüge schließen konnte, Brüder sein mussten, und nicht anders war es bei den Rot- oder Blaubezopfen. Als die Reiter näher herantrabten, ließ sich dann auch erkennen, dass die aufgestickten Verzierungen auf ihren Kleidern je nach Zugehörigkeit zu einer Sippe bestimmten Motive bevorzugten. Bei den einen waren es Pferde, bei den anderen Geier und wieder bei den anderen Wölfe oder katzenartige Raubtiere. Schön sah das aus, wie diese gleichsam ins Dekorative veredelte Horde herantrabte. Allen voran ein hochgeschossener Junge mit einem zweiklafter hohen Speer, von dessen Spitze ein gewaltiger mit Bänder in allerlei Farben geschmückter Rossschweif wehte. Und einer der beiden Reiter, die ihm unmittelbar folgten, musste Döli sein, den man den lustigen Flöter nannte. Lauscher hätte ihn kaum wiedererkannt, wenn er nicht eine schön gedrechselte Flöte in der Hand gehalten hätte. Er hat sich zu etwas korpulenten Mann ausgewachsen, um dessen Mundwinkel ein spöttisches Lächeln zuckte. In seine schon etwas grau melierte Schläfenzopfe hatte er Bänder von allen möglichen Farben eingeflochten, was ihm nach Lauschers Meinung das Aussehen eines Narren verlieh. Doch die Männer, mit denen er ritt, schienen ihn durchaus ernst zu nehmen, besonders jener schmale, dunkelhäutige Reiter neben ihm, in dem Lauscher erst nach einigen Zögern den jüngeren Sohn Belanis erkannte. Er hatte Anizo als einen eher stillen Jungen in Erinnerung, der selten lachte und sich beiseite gehalten hatte, wenn seine beiden älteren Geschwister irgendwelchen Unsinn trieben. Aber jetzt erschien er ihm völlig verwandelt. Wie fast übertrieben laut zu Dölis Späßen lachte und eine ähnlich spöttische Miene aufzusetzen versuchte, wie sein Freund. Bis zu diesem Augenblick war Lauscher dieser farbenfrohe Auftritt wie ein Festzug fröhlicher junger Leute erschienen. Doch jetzt rief Döli etwas und zeigte zum anderen Ende des Platzes, wo eine Gruppe von Männern aufgetaucht war. Alle, wie auch die Junker, etwa zwischen 20 und 40 Jahren alt. Und sofort schien sich über den Bereich zwischen den Häusern eine fast unerträgliche Spannung zu legen. Die Leute, die eben noch draußen im Gespräch beieinander gestanden hatten, verabschiedeten sich hastig.
gingen rasch auseinander und verschwanden zum größten Teil in ihren Häusern. Nur ein paar von ihnen blieben auf der Schwelle stehen, zwar bereit, einen sich anbahnenden Spektakel zu begaffen, aber auch schon auf den Sprung, schnell die Tür hinter sich zu verrammeln. Inzwischen waren die Männer der anderen Gruppe auf den Platz hinausgetreten. Sie waren zu Fuß, boten aber in ihren prächtigen Gewandungen ein nicht minder farbiges Bild als die Reiterhorde. Was auf den ersten Blick auffiel, waren die schweren Goldketten, die jeder von ihnen über einen aus verschiedenfarbigem Tuch genähten Wams um die Schultern trug. Und auch sonst baumelte allerlei goldener Zierat an ihren Kleidern. Gleichfalls von Gold waren die Gehänge ihrer langen Dolche, an deren Griffen kostbare Steine funkelten. Ihre Zugehörigkeit zur Zunft zeigten sich darin, dass jener Lederkappen, wie sie Goldschmiede bei ihrer Arbeit tragen, um das Haar zurückhalten, zu einem besonders prächtigen Kopfschmuck ihres Standes heraufstaffiert hatten. Da blitzten kunstvoll geschmiedete, mit blutroten Almadinen und anderen Steinen besetzte Agraffen, an deren Büschel von Reihenfedern wie fremdartige Blüten wippen. Und während die solcher Art mit Kostbarkeiten behängten Zunftgenossen gemessenen Schrittes auf die Junker zuging, erschien Lausche das Spottwort von den Goldwänzen gar nicht mehr so unzutreffend. Zumal man manchen dieser reichen Bürgerszone recht deutlich ansehen könnte, dass er sich auch bei Tisch nicht abgehen ließ. Auch jener Sohn Belanis, der als einer von den Vordersten mit dieser Gruppe ging, war eher breit gebaut, wenn auch keineswegs beleibt, sondern eben nur kräftig. Azu hatte sich nie Schläfenzöpfe wachsen lassen, doch sein etwas flachnasiges Gesicht verriet durchaus seine Herkunft, wenn er auch nicht so beuterisch aussah wie sein Bruder. Gelacht wurde nicht bei den Goldschmieden, sie schienen eher bemüht, eine würdige Miene zur Schau zu tragen, wie Leute, die sich ihrer Bedeutung bewusst sind. Belani hatte diesen Aufzug mit wachsendem Zorn zugesehen. Auf seine Schläfe trat dick wie eine Schnur eine gewundene Ader aus, als er jetzt mit der Frau auf den Fensterbord schlug und sagte: »Ist diesen Hitzköpfen denn nichts zu raten?« Aniluka, die schon vor einer Weile zu ihnen ans Fenster getreten war, seufzte und sagte dann: »Du musst versuchen, sie auseinanderzuhalten, Belani.« »Hunde und Katzen lassen sich leichter voneinander trennen«, knurrte Belani und verließ rasch die Stube. Gleich darauf sah Lausche ihn über den Platz auf die Goldschmiede zugehen, die sich alle sehr förmlich verbeugten, sobald er bei ihnen stehen blieb, aber dem war, was er sagte, wenig Interesse zeigten. Die Junker waren inzwischen abgestiegen und banden ihre Pferde an die Zäune. Lausche hörte, wie Anizzo rief: »Spiel uns ein Lied, lustiger Flöter!« Darauf hatte Döli offenbar nur gewartet. Er setzte seine Flöte an die Lippen und begann mit einer springenden Melodie, die Lausche sogleich frech und aufsässig in die Ohren klang. In der hektischen Lustigkeit dieser Tonfolge sprang ein Misslaut von untergründlicher Bösartigkeit mit, der ihm Unbehagen, ja fast Angst verursachte. Den Junkern schien diese Art von Musik jedoch zu gefallen, und der Text zu diesem Lied war ihnen offenbar schon vertraut, denn sie scharten sich zugleich um den Flöter und einer fing an, mit hoher, greller Stimme vorzusingen, während die anderen im Chor den Refrain herausschrien: »Wem baumelt's schwer auf Brust und Bauch? Dem Goldwanz, dem Goldwanz, wer schwabbelt's dick in vollem Schlauch? Der Goldwanz, wer bringt den Hintern nicht aufs Pferd, weil ihn das Klunkerzeug beschwert? Der Goldwanz, der Goldwanz, der Goldwanz, lach nur, was du kannst.« Sobald sie diesen Gesang, der auch ihnen anscheinend nicht unbekannt war, zu hören bekamen, ließen die Goldschmiedesöhne Belani einfach stehen und kamen langsam herangeschritten. Doch jetzt war in ihrer gemessenen Gangart schon so etwas wie verhaltene Wut zu spürbar. Etwa auch darin, wie sie sich enger zusammenschlossen, auch in einer gewissen Steifnackigkeit ihrer Haltung. Den Junkern schien dieses Spiel jetzt erst richtig Spaß zu machen, und nach einer spitztönigen Vorspiel des Flöters begann einer die nächste Strophe zu singen. »Wer stapft da würdig durch den Dreck? Der Goldwanz, der Goldwanz. Wer kommt dabei nicht recht vom Fleck? Der Goldwanz, der Goldwanz. Und will doch stets der Erste sein im Hohen Rat und auch beim Wein. Der Goldwanz, der Goldwanz, der Goldwanz. Lach nur, was du kannst.« »Wovon lebt ihr denn, ihr Nichtstuer vom Beutereiten?« schrie jetzt ein pausbäckiger, besonders prächtig herausgeputzter junger Stutzer. »Wer nicht arbeitend wie wir, soll in Arziak auch nichts zu sagen haben. Hier ist kein Platz für Diebesgesindel.« Die Junker fassten diese Worte durchaus nicht als Beleidigung auf, sondern wollten sich ausschütten vor Lachen über die Art, wie dieser wohlbeleibte Goldschmiedssohn ereiferte. »Den können nicht einmal drei Männer in den Sattel hinaufstemmen«, schrie einer wie er,
Und wenn sie es doch schaffen, dann bricht der arme Gaul zusammen. Spiel weiter, Dülli, das Lied ist noch nicht zu Ende. Und schon fand sich ein Vorsänger, der mit der nächsten Strophe begann. Wann melken wir die eine Kuh? Den Goldwanz, wer schafft uns Beute immer zu? Der Goldwanz, nehmt euch doch sein Klunker an, damit er leichter reiten kann. Der Goldwanz, der Goldwanz, der Goldwanz, und lach nur, was du kannst. Azu, der nun schon zusammen mit seinen Freunden von der Zukunft nah vor den Junkern stand, wendete sich jetzt zu seinem Vater um und schrie: Da kannst du selber hören, was diese Tagediebe im Schilde führen. Diese Beutemacher solltest du in Ruhe mahnen und nicht uns. Wir haben keine Lust, uns ihre Spottlieder noch näher anzuhören. Auch seine Begleiter begannen jetzt grimmige Mienen aufzusetzen und mit ihren kostbaren Dolchgehängen zu spielen. Belani war bisher der Einzige gewesen, der sich darum bemüht hatte, die Streithähne auseinanderzuhalten. Während er sich jetzt zwischen den Goldschmieden hindurchdrängte und die Janker von weiteren Sticheleien abzuhalten, sah Lauscher seine Tochter Urla aus der Schmiede am anderen Ende des Platzes treten. Sobald sie erkannte, was hier im Gange war, rief sie ihren Mann, der hinter ihr in der Tür erschien, etwas zu, lief dann rasch über den Platz herüber, und die übrigen Zuschauer blieben eher teilnahmslos unter ihren Türen stehen und waren wohl der Meinung, dass sich kleine Leute heraushalten sollten, wenn sich die Großen in die Haare geraten. Nur der Schmied folgte, wenn auch in langsamem Schritt, seiner Frau, und es sah so aus, als hielte er den schweren, langstieligen Hammer, der an seiner Seite pendelte, nicht von ungefähr an der Faust. Doch ehe Belani etwas ausrichten konnte und Urla noch ganz herangekommen war, rief Arnizzo: Spiel, Döli, spiel! Ich weiß noch eine Strophe. Er baute sich breitbeinig vor seinem Bruder auf, der etwa ein Dutzend Schritte von ihm entfernt stand, und sang mit schriller, fast überschlagender Stimme: Wem schleicht ein Steppensohn ums Haus? Dem Goldwanz, wer gibt ihm einen Schatz nicht raus? Der Goldwanz, wer lässt den Reiter nicht ins Bett, wo er so gern geschlafen hätte? Der Goldwanz, der Goldwanz, der Goldwanz, ja lach nur, was du kannst. Während die Jonken diesen letzten Refrain von Vergnügen schon eher brüllten als sangen, blickte Lauscher dem älteren Sohn Belanis im Gesicht, das auf einen Schlag weiß geworden war, bis die Lippen, und was er dort sonst noch sah, ließ ihn augenblicklich seine Haltung als Zuschauer vergessen. Er stieß sich von der Fensterbank ab, durchquerte mit raschen Schritten das Zimmer und war schon fast ins Laufen geraten, bis weit offen stand und der Blick auf die Szene frei, bis er den Vorraum hinter sich gebracht hatte und die Haustür erreichte, die weit offen stand und den Blick auf eine Szene freigab, deren Anblick ihn wie gelähmt am Türpfosten stehen bleiben ließ. Alles, was jetzt nahezu gleichzeitig geschah, schien mit unglaublicher Langsamkeit abzurollen und war doch nicht mehr aufzuhalten. Urla hatte nun die Ansammlung erreicht und ließ mit fliegenden Röcken zwischen den Fronten auf Arnizzo zu, dessen Spottgesang sie wohl schon hatte verstehen können. Belani war noch eingekeilt zwischen den, wie in den Boden gerammt, stehenden Goldschmieden und versuchte vergeblich zu Azu zu gelangen, während dieser doch schon einen Dolch aus der Scheide gerissen hatte und die aufblitzende Waffe, ehe ihm jemand in den Arm fallen konnte, auf seinen Bruder scheuerte. In diesem Augenblick stand Urla endlich vor Arnizzo und packte ihn mit beiden Händen an den Schultern, wie um ihn zur Vernunft zurückzurütteln. Doch da fuhr er auch schon zu Azus Dolch, bis ans Heft in den Rücken. Ihre Hände krampften sich zusammen, dann glitt sie langsam von der Brust ihres Bruders zu Boden und war wohl schon ohne Bewusstsein, als nun auch ihr Mann die Szene betrat, in freiem Raum zwischen den Parteien stehen blieb und dieses Bild betrachtete, ohne noch recht zu verstehen, was geschehen war. Für eine Weile standen alle wie erstarrt, dann beugte sich Arnizzo zu seiner Schwester hinab. Auch sie schien noch nicht zu begreifen, was dieses funkelnde Ding zwischen ihren Schultern bedeuten mochte, und tastete nach dem rubinbesetzten Griff. Doch in diesem Augenblick brüllte der Schmied auf, schwang seinen Hammer hoch in die Luft und sprang auf den vermeintlichen Mörder seiner Frau zu. Jetzt endlich kam auch wieder Bewegung in die übrigen Zeugen dieser Bluttat. Gleich mehrere von beiden Parteien umringten den wild um sich schlagenden Mann, entwanden ihm den Hammer und redeten auf ihn ein. Auch Lauscher konnte endlich seine Glieder wieder rühren, und diesmal trieb ihn eine Angst hinaus auf den schattenlosen Platz, die stärker war als jener beklemmende Druck, der sich aus freiem Himmel auf ihn herabsenkte. Er rannte hinüber zu seiner am Boden liegenden Tochter und erreichte sie zugleich mit Belani und Ani Luca, die hinter ihm aus dem Haus gelaufen war. Sie war es, die schließlich den Dolch packte und mit einem Ruck aus der Wunde zog.
Dann setzte sie sich in den Staub des Platzes und bettete Urla auf ihren Schoß. Urla hatte die Augen geschlossen, ihr Gesicht war so von allem Blut entleert, dass Lausche schon meinte, es sei kein Leben mehr in seiner Tochter. Aber dann schlug sie doch noch einmal die Augen auf, deren schwer zu beschreibende Farbe in dem kalkweißen Gesicht mit doppelter Kraft zu leuchten schien. Sie schaute alle, die bei ihr standen, der Reihe nach an, und als ihr Blick auf Anitzo traf, sagte sie stockend: »Wo ist Azzo?« Belani verstand sofort und winkte seinen älteren Sohn mit einer befehlenden Geste herbei, der sich Azzo ohne Zögern fügte. Als er neben seinem Bruder vor der Sterbenden stand, schaute diese die beiden mit einem Blick an, den sie wohl ihr Leben lang nicht vergessen würden, und sagte: »Seid jetzt endlich wie Brüder!« Dann wanderte ihr Blick zu ihrem Mann, den man nun auch zu ihr gebracht hatte. In seinem Gesicht stand jetzt nur noch der Ausdruck fassungslosen Entsetzen. Wieder allen Erwartens lächelte Urla und schüttelte ein wenig den Kopf, als mache dieser ungefüge Mann alles zu allzu viel Aufhebens von dem, was hier geschehen war. Dann tastete sie auf ihre Brust nach Arni Stein, der dort in seinem silbernen Käfig hing, und sagte: »Bewahre ihn auf für Rika.« Als sie auch das geregelt hatte, legte sie sich wie ein Kind im Schoß ihrer Mutter zurecht und starb. Kapitel 2. Nach Urlas Begräbnis hatte Lausche beschlossen, noch für eine Weile in Arziak zu bleiben. Allerdings weniger deshalb, weil er das Gefühl gehabt hätte, dass er Ani Luca in ihrem Kummer hätte beistehen müssen, denn sie war von einer bemerkenswerten Gefasstheit. Viel eher hatte ihn Belanis Ratlosigkeit zum Bleiben veranlasst. Und diese Ratlosigkeit hatte ihren Grund, keineswegs darin, dass seine beiden Söhne weiterhin in Feindschaft gelebt hätten. Nach den Ereignissen, die zu Urlas Tod geführt hatten, waren beide nicht bei ihren jeweiligen Freunden geblieben, sondern hatten sie einfach stehen lassen, waren nach Hause gegangen und auch dort geblieben. Während der Mahlzeiten saßen sie stumm beim Tisch, wagten kaum die Augen zu heben und stocherten nur ein bisschen in ihrem Essen herum. Man konnte beiden ansehen, dass sie sich schuldig fühlten an dem Tod ihrer Schwester, und zwar auf eine Weise, die alles in Frage stellte, was sie bisher getrieben hatten. Und zugleich war dadurch auch eine neue Art von Gemeinsamkeit zwischen ihnen entstanden, denn sie gingen einander durchaus nicht aus dem Weg, sondern waren oft zusammen anzutreffen, wenn sie auch kaum miteinander zu sprechen schienen. Belanis Ratlosigkeit hatte tiefere Wurzeln, und diese traten zutage, als er eines Abends Lausche bat, bei ihm noch eine Weile sitzen zu bleiben, nachdem Ani Luca das Essen abgetragen hatte und die Brüder hinausgegangen waren. Belani starrte noch eine Zeit lang vor sich hin auf die Tischplatte und sagte dann mit leiser Stimme, als führe er schon lange zuvor begonnene Selbstgespräche weiter: »Was habe ich falsch gemacht? Kannst du mir das sagen, Lausche? Hätte ich die beiden Jungen zwingen sollen, sich mit diesen Leuten nicht einzulassen? Oder noch mehr, hätte ich schon von Anfang an nicht dulden sollen, dass die Reiterjanker und die Goldschmiede sich auf solche Weise absonderten und die großen Herren spielen? Ich bin so geartet wie Khan Hanli, der jeden unter seinen Willen gebeugt hat. Bisher habe ich mir immer gehofft, es genüge, dass man den Menschen zeigt, wie man miteinander leben sollte und sie im Übrigen Freiheit ihres eigenen Weges finden lässt. So darfst du diese Frage nicht stellen,« sagt Lausche. »Auch Hanli hat nicht verhindern können, dass Höhni sich seinen Willen widersetzte und mit ihm ein großer Teil der Horde davonzog. Und damit hat damals alles Unheil seinen Anfang genommen,« sagte Belani. »Nein,« sagt Lausche, »der Beginn des Unheils liegt in solchen Ereignissen wie der großen Scheidung, sondern in den Gedanken und Begierden einzelner Menschen, denen es darum geht, Macht über andere zu gewinnen. Und da der Mensch nun einmal so geartet ist, dass er der Versuchung der Macht allzu leicht erliegt, wird dieses Unheil wohl nie ganz aus der Welt zu schaffen sein.« »Du hast leicht reden,« sagt Belani. »Ein Flöter wie du kann sich aus all diesen Streitereien heraushalten und seinen Weg gehen. Aber ich bin für die Leute von Arziak verantwortlich, und alles, was hier geschieht, fällt zurück auf meine Schultern. Auch Urlas Tod und der Traum von friedlichem Zusammenleben wenigstens der Menschen hier in diesem Tal zerrinnt mir dabei unter den Händen.« Er legt seine leeren Hände geöffnet vor sich auf den Tisch, als wolle er zeigen, was ihm von diesem Traum geblieben war. Wenn er Belani so ratlos vor sich sitzen sah, musste Lausche an Barlo denken, unter dessen ordnender Gerechtigkeit die Menschen in Barleburg friedlich miteinander lebten. Und er fragte sich, woher ihm dann diese Bedrückung gekommen sein mochte, die ihn im Wirkungsbereich dieses Richters mehr und mehr beschwert hatte. »Ich musste erzählen, Belani«, sagte er, »wie es mir in Barleburg ergangen ist. Barlo, mit dem ich als Junge 3 Jahre lang umhergezogen bin, sitzt noch immer als Richter des ganzen Tals auf seinem Schloss, und unter seinem Regiment
geht es dort alles seinen wohlgeordneten Gang. Ich glaube, es gibt im ganzen Balabu keinen Menschen, der sich nicht bei allem, was er beginnt, zugleich auch die Frage stellt: Was wird Barlow dazu sagen? Du darfst nicht meinen, er sei ein Tyrann, der die Leute unterdrückt. Im Gegenteil, er ist ein durch und durch gerechter Mann, dessen weise Entscheidungen einem die Leute talauf und talab auswendig hersagen können. Überall herrschen Friede und Eintracht. Und wer sich auch nur anschickt, aus dieser Ordnung auszubrechen, ist sich von Anfang an bewusst, dass er sich alsbald vor diesem Richter wird verantworten müssen. Und dennoch war mir die ganze Zeit über, die ich dort verbracht habe, so zumute, als könne ich nicht frei atmen. Ständig hatte ich das Gefühl, der große Barlow blicke mir über die Schultern und schaue zu, ob ich mich auch ordentlich benehme. Und dies war für einen alten Herumtreiber wie für mich schließlich so unerträglich, dass ich mich ziemlich bald wieder auf den Rückweg gemacht habe. Seither habe ich mich immer wieder gefragt, was mich eigentlich so gestört hat. Und in den vergangenen Tagen ist es mir allmählich klar geworden. Die Menschen leben dort allesamt wie Barlows Kinder. Sie verlassen sich darauf, dass er schon wissen wird, was Recht und was Unrecht sei. Und so kommen sie erst gar nicht in die Versuchung, eine Entscheidung aus eigener Verantwortung fällen zu müssen. Dafür ist Barlow zuständig. Auf solche Weise herrscht dort jene friedliche Ordnung, die du dir träumst. Aber nun frage ich dich, ist das die richtige Art, wie Menschen leben sollten? Meinen Traum durchzusetzen, sagt Bellamy, würde also, wenn ich dich richtig verstehe, zugleich bedeuten, alle anderen zur Unmündigkeit zu verurteilen. Nicht unbedingt, sagt Lausche. Nur in dem Falle, wenn du Einzelnen unmöglich machst, sich aus eigener Überzeugung für diesen Traum zu entscheiden. Das heißt aber, sagt Bellamy, mein Traum wird sich nie vollkommen verwirklichen lassen. Du hast ja selbst gesagt, dass Menschen immer wieder der Versuchung ihrer Machtgier erliegen werden. Darin liegt ja gerade das Geheimnis, sagt Lausche. Wäre das Böse nicht in dieser Welt, wäre jedem Menschen die Freiheit genommen, sich aus eigenem Antrieb für das Gute zu entscheiden. Auf solche Weise ist das Böse stets auch der Diener des Guten. Du kannst die Welt nicht auf einen Schlag ändern. Zunächst geht es immer um den einzelnen Menschen. Das hat dir auch Arni gesagt, damals gesagt, ehe er getötet wurde. Belani blickte überrascht auf. Woher weißt du das? Als er das gesagt hat, ritten wir allein hinter den anderen. Während meiner Versteinerung habe ich neben anderen Ereignissen auch die Geschichte von Arnis Tod erlebt, sagt Lauscher. Auch er hat diesen Kampf nicht verhindern können, indem es noch mehr Tote gegeben hat. Aber dein Leben hat er gerettet. Nicht nur das, sagt Belani. Damals meinte ich auch, den Traum endlich begriffen zu haben, den er geträumt hat, aber jetzt merke ich, dass ich noch immer weit davon entfernt gewesen bin. Urla hat wohl besser als ich gewusst, worauf es ankommt, und so sind jetzt wenigstens meine beiden Söhne wieder wie Brüder zueinander. Dennoch wird eine Gerichtsverhandlung über Urlas gewaltsamen Tod geführt werden müssen. Lauscher blickt Belani erschrocken an und rief: Du kannst doch nicht über deine eigenen Söhne zu Gericht sitzen. Nein, sagt Belani, das kann ich wirklich nicht. Und es ist schwierig, überhaupt einen geeigneten Mann dafür zu finden. Denn allzu vielen wird man Parteilichkeit vorwerfen können. Der Älteste der Goldschmiede kommt nicht in Betracht, weil Arthur auf der Seite von dessen Zunftgenossen stand, als er den Dolch warf. Einer aus der alten Familie der Steppenreiter kann ebenso wenig der Richter sein, weil der Anschlag Arnitz und damit einem der Reiterjanker galt. Und auch der Meister der Eisenschmiede wird befangen sein. Denn mit Urla wurde die Frau eines seiner Zunftgenossen getötet. Kannst du mir also sagen, wer in dieser Sache Recht sprechen soll? Ich habe schon ge daran gedacht, ob ich nicht Barlow bitten kann, diesen Fall zu übernehmen. Du hast ja selbst erzählt, was für ein fabelhafter Richter er sein soll. Ich wüsste keinen Erfahrenen, sagt Lausche und wunderte sich, wie wenig überzeugt das herauskam. Aber er sagte sich, dass dies wohl an seiner persönlichen Einstellung zu dem Schlossherrn von Barlebug liegen müsse. Belani schien jedenfalls aus dieser Antwort keine solchen Vorbehalte herauszuhören und schickte noch am gleichen Tag einen Boten über die Berge, der den beschwerlichen Weg in großer Eile hinter sich gebracht haben musste. Denn er kehrte schon nach einer Woche mit der ganzen Nachricht zurück, dass Barlow vor wenigen Tagen gestorben sei. Das ganze Tal befinde sich in tiefer Trauer, sagte er, und habe mit erwachsenen Männern gesprochen, denen die hellen Tränen über die Wangen gelaufen seien, als hätten sie eben ihren eigenen Vater verloren.